Veganismus polarisiert ja sehr und spaltet teilweise die Gesellschaft in zwei unterschiedliche Gruppierungen. Warum glaubst du, ist das so? Viele Menschen fühlen sich, glaube ich, in ihrer Tradition oder auch in ihrem Charakter sehr angegriffen, wenn sie mit diesem Thema konfrontiert werden. Weil man muss, um vegan zu leben, vorausgesetzt man ist nicht vegan aufgewachsen wie die meisten von uns, sich einen Fehler eingestehen. Und das braucht Charakterstärke, Mut und auch die Fähigkeit zu sagen, ich habe was falsch gemacht, ich ändere jetzt mein Handeln dementsprechend. Das schmerzt nicht nur das Individuum sehr und verlangt große Veränderungen, sondern dann auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, wo man sich dann auch sehr lautstark teilweise, um sein schlechtes Gewissen loszuwerden, auf eine der Seiten brutal oder vegan schlagen muss. Und so spaltet man, also polarisiert die Gesellschaft. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck des schlechten Gewissens, dass das Thema in den Medien immer sehr, sehr heiß kommuniziert wird. Okay. Und wie bist du das allererste Mal in deinem Leben zum Veganismus gekommen und aus welchen wesentlichen Gründen hast du dich dafür entschieden? Ich bin mit 19 Jahren in die pflanzliche Ernährung gekommen, weil ich gesehen habe, dass viele von unseren Ärzten im Medizinstudium die gleichen Krankheiten haben wie Patienten oder wie mein Umfeld, die gleichen Gewichtsprobleme haben und ebenfalls damit zu kämpfen haben. Und ich habe mich halt gefragt, warum, woran liegt das? Im Studium haben wir halt nichts über Ernährung gelernt und ich habe mich dann halt separat einfach eigenständig, weil ich schlank und fit und gesund sein wollte als Medizinstudentin, damit auseinandergesetzt und bin so immer mehr in so Vegan-Influencer gekommen, die neben dem Ernährungstechnischen teilweise auch ein bisschen Tierwohl, sage ich jetzt mal, vermittelt haben, nicht Tierrechte. Und habe mich dann auch sehr bald vegan genannt, wobei ich es nicht war. Also ich habe sehr oft Ausnahmen gemacht, vor allem für Süßigkeiten, weil die waren ja sowieso ungesund, dann kann man ja auch gleich was Tierisches essen oder nach dem Fortgehen ein Döner essen, das Klassische. Und habe das nie wirklich für das Recht der Tiere gemacht. Wirklich den Schalter umgelegt, dass es beim Veganismus nicht nur um eine Ernährungsweise, sondern um eine Entscheidung für Gerechtigkeit geht, hat es dann bei mir, als wir ein Gespräch in der Familie hatten, wo jemand gesagt hat, man dürfe die Tierindustrie nicht mit der Sklaverei von Menschen vergleichen oder Vergewaltigung zu dem sagen, was mit Kühen passiert oder gar das Wort Holocaust in diesem Kontext in den Mund nehmen. Und ich hatte das eigentlich nur in einem Satz erwähnt, wo ich das auf ökologischer Zahlenbasis der Individuen gesehen hatte, aber nicht wirklich realisiert hatte, was solche Vergleiche wirklich bedeuten. Und in dem Moment hat sich ein Schalter in meinem Kopf umgelegt, weil ich gefragt habe, warum? Warum darf man diese Worte nicht in den Mund nehmen? Das ist doch genau das Gleiche, was wir jetzt mit den Tieren machen, wie wir früher in der Unterdrückung von Frauen, von Schwarzen oder von den Minderheiten im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Dann müssen wir diese Worte nehmen. Und ich möchte halt kein Mensch sein, der sich an Unterdrückung und Diskriminierung und unnötiger Gewalt beteiligt. Und natürlich muss ich dementsprechend vegan leben. Und von da an war das ganz klar, es ist eine schwarz-weiß Entscheidung. Entweder man benutzt die Tiere als Objekte oder man lebt vegan. Okay. Du hast ja einen medizinischen Background. Und oftmals ist das Hauptargument von Leuten, die sich omnivor ernähren, dass sie weniger Inhaltsstoffe kriegen, weniger Nährstoffe, wenn sie sich vegan oder pflanzlich ernähren würden. Was würdest du denen entgegnen? Also wir haben mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsensus, dass man auf einer rein pflanzlichen Ernährung, vorausgesetzt sie ist ausgewogen und gut geplant, jeden Nährstoff abdecken kann, bis auf Vitamin B12. Und das Vitamin B12 muss man als essentiellen Nährstoff, den es nicht in einer rein pflanzlichen Ernährung gibt oder nicht in diesen ausreichenden Mengen, je nachdem, den muss man zufügen, unbedingt. Und dementsprechend ist es genauso wichtig, seine Ernährung zu planen, ob man sich jetzt nicht vegan, also tierversklavend ernährt, was ich sowieso ethisch ablehnen würde, oder eben ob man vegan ist. Die meisten Leute fangen sich erst an, Sorgen um die Nährstoffe von Veganern und Veganerinnen zu machen, sobald sie sagen, ich bin jetzt vegan und nicht während sie davor die Woche lang jeden Tag mit ihnen feiern gehen, McDonald's essen gehen oder ihr Leben lang mehr oder weniger von Fast Food und ohne Gemüse leben. Erst wenn man sagt, ich bin vegan, machen sich die Leute Sorgen. Wobei wir eigentlich wissen, dass die meisten Menschen, die vegan leben, sich deutlich mehr mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt haben, um eben zu diesem Schluss zu kommen, um sich zu festigen, um auch die Argumente zu haben, um das Ganze zu verteidigen, als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Wir wissen auch, dass die meisten Vegetarier und Veganer ein höheres Vitamin- und Nährstoffversorgungs-, also Vitamin auf jeden Fall, haben als die meisten Nicht-Veganer. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ernährungstechnisch, das ist nicht so sehr mein Metier wie beispielsweise von Nico Rittenau, der ein ganz tolles Buch rausgebracht hat, was auch wirklich den letzten kleinsten Nährstoff auflistet und sagt, hey, da kannst du es pflanzlich bekommen, deswegen ist das kein Problem. Bottomline ist, die größten ernährungswissenschaftlichen Untersuchungen und Institutionen sagen ganz klar, eine vollwertige, rein pflanzliche Ernährung kann in jeder Lebensphase adäquat sein und sogar bei der Prävention und Therapie von den meisten von unseren chronischen Volkserkrankungen, wie beispielsweise Diabetes, Schlaganfall, Krebs, helfen.
unsere Forschung soll sich ja, weil Veganismus im Allgemeinen oder pflanzliche Ernährung ein extrem großes und breites Feld ist, wollen wir uns ja eine Forschungslücke suchen und die sollen pflanzliche Produktalternativen zu herkömmlicher Kuhmilch sein. Welche dieser Produktalternativen statt herkömmlicher Kuhmilch verwendest du denn selbst und warum verwendest du die gern? Welche Vorteile ergeben sich daraus? Was gefällt dir in dem Hinblick besser zu als herkömmlicher Kuhmilch? Also allgemein muss ich sagen, ich meide Ersatzprodukte, weil ich finde, man kann sich sehr gut rein pflanzlich, vollwertig, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen ernähren. Aber tatsächlich ist das Einzige, was ich regelmäßig konsumiere als Ersatzprodukt, die Sojamilch. Und das ist auch meine Lieblingsmilch, weil sie von den Nährwerten her, soweit ich mich informiert habe, am besten ist, was die Proteine betrifft, was die Kalziumversorgung betrifft. Meistens ist das auch mit Kalzium hinzugefügt und ich glaube, die Sojabohne hat meistens selbst auch an sich Kalzium drinnen. Und geschmacklich schmeckt es mir auch am besten, wobei ich auch vegan wäre, wenn alles nur nach Pappe schmecken würde. Und bei dir oder bei euch ist ja vorwiegend das Tierrecht im Vordergrund. Wenn man jetzt sagt, jetzt würden vielleicht Gegner sagen, naja, Sojamilch oder Sojaersatzprodukte sind gut, aber wenn man jetzt den Klimaaspekt mit einbezieht und diese Monokulturen sieht und das Soja vielleicht gar nicht in Österreich angebaut ist, dann hat das auf der anderen Seite wieder einen Nachteil in einem anderen Aspekt gegenüber. Nein, also das Soja, das in Österreich und in Deutschland, generell in Europa für den menschlichen Konsum benutzt wird und im Tofu oder in Sojamilch landet, ist lokal angebautes Soja. 98% des Sojas, das im Ur- und Regenwald Amazonasgebieten dafür verantwortlich ist, dass dort eben solche Monokulturen entstehen, dass dort diese Wälder gefällt werden. Die landen wo? Die landen nicht beim bösen Veganer und Veganerin auf dem Teller, sondern in den Futtertrögen der versklavten Tiere. Das heißt, wenn sich wirklich Menschen so Sorgen drum machen, dass wir irgendwo Monokulturen haben oder dass der Regenwald abgeholzt werden, dann müssen sie sich mal informieren, was essen diese Tiere, die ich versklaven lasse. Und das ist nun mal nicht der Veganer schuld, dass da irgendwelche Bäume fallen. Und selbst wenn das so wäre, wäre es trotzdem weniger Fläche, die wir dann abholzen würden, weil über 80% der Kalorien in den allermeisten Fällen ja durch die Tierindustrien verloren geht, bevor wir dann diese Tierleichen konsumieren. Weil die verbrauchen ja auch Kalorien. Das ist viel, viel ökonomischer und ökologischer vor allem, die Pflanzen direkt zu essen, anstatt sie vorher durch ein fühlendes Individuum durchzuschicken und dem dann ein Messer in die Kehle zu stechen, können wir es einfach direkt essen in den allermeisten Fällen. Okay. Und noch einmal, um den Bogen zurückzuspannen zum Anfangsthema. Das Überthema der Forschung ist ja Polarisierung der Gesellschaft hinsichtlich dem Veganismus. Ihr macht Aktivismus, der sehr für manche Leute provozierend wirkt, der auf jeden Fall Diskurs anregt und der zum Nachdenken anregt. Glaubst du, ist es immer die Art und Weise, wie es umsetzt, der richtige Weg, Leute, die noch nicht vegan sind, abzuholen? Oder könnte es auch in die Richtung wirken, dass man Leute eher verschreckt auf die Art und Weise? Das Schöne ist, dass das in der Anwendung an sich eigentlich irrelevant ist, weil wir haben jeden Art von Aktivismus. Die Vegan Planet wird nirgendwo hinschreiben, nicht vegan sein ist nicht okay, dafür bin ich dann die Zuständige. Es gibt den Soft-Aktivismus zur Genüge. Es gibt einfach die Lifestyle-Veganer, die das ziehst du an, Veganer, die Koch-Veganer. Es gibt meiner Meinung nach aber eine viel zu geringe Verteilung von den Menschen, die das wie ich oder meine aktivistischen Kollegen und Kolleginnen machen und die ganz klar sagen, hey, das ist nicht okay, was mit den Tieren passiert. Und ich finde ganz ehrlich, dass diese Waage total unausgewogen ist. Statt zu fragen, verlangst du zu viel, sollten wir uns eher die Sorgen machen, verlangen die anderen nicht viel zu wenig? Weil es ist nun mal die Wahrheit, die wir kommunizieren. Wir würden niemals sagen, ja, einmal in der Woche rassistisch sein ist okay, einmal in der Woche sexistisch sein ist okay, aber speziesistisch sein und Tiere wie Sklaven zu benutzen, das sollen wir gesellschaftlich als Konsens akzeptieren oder bei unseren Freunden tolerieren. Das würden wir niemals im zwischenmenschlichen Kontext. Das ist einfach absurd. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, ich berufe mich darauf zurück, was mich vegan gemacht hat und was auch meiner Meinung und meiner Erfahrung nach der einzige Grund ist, weswegen Leute vegan werden, weswegen ihr hoffentlich auch schon vegan seid. Und das ist das schlechte Gewissen, weil wir in eine identitäre Krise kommen, sobald wir eben realisieren, was ich mache, ist nicht okay. Ich habe die Möglichkeit, vegan zu leben. Es geht gesundheitlich, es geht gesellschaftlich. Was ist meine Rechtfertigung dafür, Tiere als Objekte zu benutzen? Und erst wenn das Klick gemacht hat, und das wird nicht Klick machen, wenn dir jemand einfach nur ein veganes Tiramisu-Rezept in die Hand drückt, erst dann wirst du sagen, ich bin jetzt vegan für die Tiere, weil es gibt auch keinen anderen Grund, das zu machen als eine moralische Lebensweise. Es geht nicht ums Klima, es geht nicht um die Gesundheit, das sind alles Verwaschungen von einer Gerechtigkeitsbewegung. Und deswegen appelliere ich auch an jeden Menschen, der durch mich vegan geworden ist, durch meine Arbeit in Kontakt dazu gekommen ist, hey, bitte kommuniziere das nicht als reduktionistische Lifestyle-Entscheidung, sondern als einzig moralische Nulllinie, die wir hier an den Tag legen können. Wunderbar, vielen Dank. Ich danke euch. Bist du vegan für die Tiere oder brutal gegen sie? Ja, du sagst, du willst Frieden, warum führst du dann noch Krieg? Hör auf deine Gefühle.
frag dich, haben sie das verdient? Bist du vegan für die Tiere oder brutal gegen sie?